Ist doch nicht The Witcher, was soll ich spielen? Diese Graumähen sollen hier halt rumrennen. Wenn sie die Sturmmäntel unterstützen wollen, kriegen sie, was sie verdienen. Okay, hier wollen wir noch nicht. Fangen die beiden schon wieder an? Jemand achtet auf eure Beinarbeit. Was ist denn jetzt hier los? Kommt schon! Sieht nach einem fairen Faustkampf aus. Wie der Biss eines Flohs. Auf was wartet ihr? Seid jämmerlich. Jemand muss erledigen. Das ist ein Faustkampf 101. Das ist. Genug, das reicht. Wieso soll ich da angreifen? Glaubt ihr, ihr habt eine Chance? So, das lief doch ganz gut. Ist das schon alles? Euer Gesicht ist neu hier. Ich behalte euch im Auge. Was soll ich denn da eingreifen? Ah, neues Blut. Ich hoffe, ihr wisst, wie ihr euch zu verhalten habt. Das war hier keine Gefahrsituation. Ich habe Gerüchte über euch und Skjör gehört. Und wenn ihr weiter Ohren haben wollt, solltet ihr so tun, als sei dem nicht so gewesen. Wenn ihr mich jagen wollt, müssen eure Beine schnell und eure Augen schneller sein. Ihr seid nicht von hier, was? Noch nie von den Gefährten gehört? Ein Anführer von Kriegern. Wir sind Brüder und Schwestern, verbunden durch unsere Ehre. Und wir lösen jedes Problem, wenn die Bezahlung gut genug ist. Meine Mutter war bei den Gefährten. Und ihre Mutter. Und alle Frauen meiner Familie bis zurück zu Rotti Schwarzklinge. Ich blieb mit meinem Vater in den Wäldern, bis ich alt genug für die Prüfung war. Wir haben alles gejagt, was es zu jagen gab. Mein Schild. Gutes Training. Mutter hat meinen Beitritt leider nicht mehr erlebt. Ich bin Krieger, aber ich kämpfe, um sie und alle Schildschwestern vor mir zu ehren. Der Griff schlecht ist. Wenn Eolund ihn hergestellt Wir nehmen nicht jeden Milchtrinker, der angestolpert kommt. Redet mit Kotlak, wenn ihr der Meinung seid, das Zeug zum Gefährten zu haben. Wo finde ich den? Also gut. Mein Bruder Wilkas kann besser reden als ich. Er müsste hier irgendwo sein. Ohne Wigner wäre ich jetzt tot. Er nahm mich auf und half mir, das Ruder herumzureißen. Legt euch lieber hin. Euch kenne ich noch nicht. Oder doch? Kennen wir uns? Das ist gut lang gesehen. Tut mir leid, wenn ich es vergessen habe. Ah, neues Blut. Ich hoffe, ihr wisst... Aber ich vernehme immer noch den Ruf des Blutes. Das tun wir. Ein Fremder betritt unsere Halle. Aus der Politik hält man sich besser heraus. Ich persönlich bevorzuge die direkte Konfrontation. Aha. Ach ja? Dann lasst euch einmal ansehen. Ja, vielleicht. Euer Geist zeugt von einer gewissen Stärke. Gebieter, ihr erwägt doch wohl nicht ernsthaft, sie aufzunehmen. Ich bin niemandes Meister, Wilkas. Und soviel ich weiß, hatten wir in Jorvaskr ein paar leere Betten für die, in deren Herzen ein Feuer brennt. Verzeiht. Aber vielleicht ist dies nicht der richtige Augenblick. Ich habe noch nie von diesem Fremdling gehört. Manchmal kommen die Berühmten zu uns. Und manchmal kommen Männer und Frauen zu uns, die berühmt sein wollen. Das macht keinen Unterschied. Was zählt, ist ihr Herz. Und ihre Waffen. Natürlich. Wie ist es um euer Kampfgeschick bestellt, Mädchen? Das ist die richtige Einstellung. Wilkas hier wird sich eurer annehmen. Wilkas bringt sie in den Hof und seht, was sie kann. Ja.
Aha. Kampftraining im Hof. Bisher hielt ich mich mit diesem Schwert relativ gut. Was denkst du, wobei ich bin? Der Alte hat gesagt, ich solle euch mal in Augenschein nehmen. Dann wollen wir mal. Geht ein paar Mal auf mich los, damit ich sehe, wie es um eure Form bestellt ist. Keine Angst, ich werd's verkraften. Aha. Nicht. Ihr könntet es schaffen. Aber in unseren Augen seid ihr immer noch ein Frischling. Also tut gefälligst, was wir euch sagen. Hier ist mein Schwert. Bringt es zu Eorlund und lasst es bei ihm schärfen. Und passt gut auf. Ich hab ihn einmal gestrichen. Jungs. Was führt euch her? Dann seid ihr wohl der Neue hier. Oh, macht euch deswegen keine Sorgen. Die haben alle mal klein angefangen. Sie reden bloß nicht gern darüber. Und tut nicht immer einfach alles, was man euch aufträgt. Bei den Gefährten machen wir einander keine Vorschriften. Aha. Ich gehöre nicht zu den Gefährten, aber von denen versteht niemand etwas vom Schmiedehandwerk. Und es ist mir eine Ehre, ihnen zu dienen. Mein Name ist Eorlund Graumähne. Ich leite die Himmelsschmiede. Bester Stahl von ganz Himmelsrand. Ach was, von ganz Tamriel. Ich möchte euch um einen Gefallen bitten. Ich habe an einem Schild für Ayela gearbeitet. Ich dachte, ich soll nicht immer alles machen, was man braucht. Ich sollte jetzt bei ihr sein. Ich wäre euch daher dankbar, wenn ihr diesen Schild für mich zu Ayela bringen könntet. Das ist kein Befehl, hier geht es um Respekt. Helft einem alten Schmied ein wenig aus. Ich muss zurück an die Arbeit. Okay. Wir wollten hier gerade runter. Vielleicht können wir hier irgendwo eine Schlaflage kriegen. Das wäre ganz hilfreich, bis nachts wird, irgendwo mal eine Unterkunft zu haben. Seid ihr bereit für die Jagd heute Abend? Wenn ihr mich jagen wollt, müssen eure gut. Darauf habe ich gewartet. Moment. Ich kenne euch doch. Also glaubt der alte Mann doch, dass ihr Mut im Herzen habt. So ziemlich. Ich habe sie im Hof mit Wilkas trainieren sehen. Ah ja, ich habe schon gehört, dass ihr ihm eine Das war kein Trainieren, das war... Ich habe ihm einmal mit dem Schild verpasst. Haben wir hier irgendwo ein Bett, wo wir schlafen können? Denkt ihr, ihr könntet es mit Wilkas in einem echten Kampf aufnehmen? Ja. Denkt ihr, ihr könntet es mit Wilkas in einem echten Kampf aufnehmen? Auf jeden. Wow, ruhig Blut. Wir sind ein hartes Völkchen, aber das ist kein Grund, einen Schildbruder wegen einer Meinungsverschiedenheit zu töten. Ich meine, aber mir gefällt euer Kampfgeist. Der hat schon geheult, da ziehen wir gerade einmal Gefährten abgeben. Wir sollten mal zusammen jagen. Ziehen einmal. Hier, Farkas zeigt euch, wo ihr euch ausruhen könnt. Farkas! Habt ihr mich gerufen? Natürlich haben wir das Eishirn. Zeigt diesem Jungblut, wo die anderen Welpen schlafen. Ein Neuling? Oh, ich erinnere mich an euch. Kommt mit! Eine Schlafstelle ist doch sehr gut.
Ja, direkt hinter mir. Skramor selbst hätte nicht die Geduld, sich mit all dem Pöbel hier abzugeben. Skyr und Ayela ziehen mich gerne auf, aber es sind gute Leute. Sie fordern uns zu Bestleistung heraus. Schön, ein neues Gesicht zu sehen. Es wird hier manchmal langweilig. Ich hoffe, ihr bleibt. Das Leben hier kann hart sein. Nicht sehr lang. Hier sind die Quartiere. Sucht euch einfach ein Bett aus und legt euch hin, wenn ihr müde seid. Nur mal kurz gehustet. Tilma hält alles sauber. Das hat sie schon immer getan. So, da seid ihr also. Die anderen sind schon ganz gespannt auf euch. Sprecht mit mir oder Ayela, wenn ihr arbeiten wollt. Wenn ihr euch einen Namen gemacht habt, könnt ihr Aufträge von Skyr und Vilkas erhalten. Viel Glück. Willkommen bei den Gefährten. Übrigens, wenn ihr nach einer Beschäftigung sucht, zu den wir haben Probleme hier im Fürstentum Weißlauf. Nichts Weltbewegendes. Blutsauger, Vampire, seid äußerst vorsichtig. Ein Biss und ihr könntet als einer von ihnen enden. Gut, lasst sie eure Klinge schmecken. Übrigens, wenn ihr nach einer Beschäftigung sucht. Skyr sagt, ja, ich hätte Iskramors Kraft und mein Bruder seine Intelligenz. Ja. Ich würde mich da mal pennen legen. Ja, da, Steinarm. Maria schlafend. Ach, leg mich hier pennen. Erstmal 12 Stunden schlafen. Joa. Wie fühlt ihr euch? Ich fürchte, ihr könntet krank sein. Ich war das neueste Mitglied der Gefährten, bis ihr kamt. Aber das ist schon in Ordnung. So kann ich euch mit allem vertraut machen. Ja, das erwähnt ihr immer wieder sehr gern. Einfach alles. Diese Gruppe. Diese Familie. Diese Truppe ist das Beste, was mir je passiert ist. Ich gehöre zur ältesten Kampftruppe von ganz Himmelsrand. Ihr Ruhm ist ungebrochen von Iskramors Zeiten bis zum heutigen Tage. Ihnen anzugehören bedeutet ein Stück Unsterblichkeit. Selbst wenn ich Sovngarde nie sehen sollte, kann mir das niemand mehr nehmen. Macht ihr Witze? Ich wollte schon zu ihnen gehören, als ich noch ein kleines Mädchen war. Habt ihr denn nicht die Geschichten gehört, wie Kotlak und Skyr 101 Ork-Berserker besiegt haben? Nein. Skyr sagt zwar, es wären nur 40 gewesen, aber er ist eben bescheiden. Wo sollte ich denn sonst sein wollen? Hier lerne ich von ihnen und kann an ihrer Seite kämpfen. Also gut. Wenn der Zirkel vor euch birgt, muss ich seine Einschätzung respektieren. Das heißt aber nicht, dass sie mir gefällt. Nur weil ihr hier so schnell aufgenommen wurdet, könnt ihr nicht von mir erwarten, dass ich euch helfe, noch schneller aufzusteigen. Kämpft gut und benehmt euch. Dann ist alles in Ordnung. Ihr braucht meine Hilfe nicht. Ja. Ja, da die ist uns ein bisschen... Oh, hallo. Ich habe gestern einen Bären getötet. Habt ihr auch etwas getötet? Die ist gut, die ist freundlich. Die ist irgendwie ein bisschen zicker. Ich war das neueste Mitglied der Gefährten, bis ihr kamt. Aber das ist schon in Ordnung. So kann ich euch mit... Naja, ich werde dann mal... Oh, wir können uns jetzt Waffen mitnehmen. Naja, Schaden 17 gegen Schaden 15. Schaden 16. Streitachs, die schon, die könnte was sein. Natürlich trage ich zu viel.
Streitangst. 18. Naja, ich bin eher ein Fan von den Waffen, von den schneller angreifen. Oder täuscht mich das nur? Naja, macht jetzt nicht so viel Unterschied. In der Axt könnte man sich überlegen, ob man die mal behalten würde. Ich auf jeden Fall erstmal mit dem gesegneten Streit zwei Eisenzweihänder. So will ich meine drei Waffen erstmal mithaben. Den Kriegshammer, den können wir fast mal loswerden. Kommt zu mir, wenn ihr Fragen habt. Ich kann. Also nachdem wir jetzt den Pferden beigetreten sind, würde ich aber erstmal. Ich dachte mal, der sagt Thanos, wie der Marvel Super Schocke. Das ist Talos mit L. Thanos, du Monster. Ich kenne euch doch. Ja, bin wichtiger. Wichtiger. Wichtiges Mitglied der Gefährten. Ihr seid zusammen mit den Gefährten. Es ist gut, ein Bett jetzt hier zu haben. Das nenne ich eine wirklich ehrenwerte Gesellschaft. Aha. So, dann würde ich mal jetzt sagen. Nichts jetzt ärgern, Himmelsrand. Ich würde gerne das mit dem Drachen weitermachen, das klingt sehr nach Hauptquest. Notiz des Verwalters können wir auch gerade mal lesen. Da ist auch was Wichtiges drin. Max, ich entschuldige mich für die Heimlichkeit, aber ich würde darüber lieber nicht in Anwesenheit des Jarls sprechen, falls die Informationen, die ich erhalten habe, nicht glaubwürdig sind. Hat auch schon genug zu tun. Anfang letzter Woche habe ich von einer namenlosen Quelle einen Tipp hinsichtlich eines möglichen Mordkomplotts gegen den Jarl erhalten. Aha. Obwohl wir alle Drohungen ernst nehmen, ist es schwierig zu sagen, wie sehr man der Quelle trauen kann. Und vor dem Hintergrund all der Dinge, die in letzter Zeit geschehen sind, habe ich keine Zeit, dem selbst nachzugehen. Deswegen möchte ich, dass ihr Arcadias Kupfergäste aufsucht und das Geschäftsbuch auf verdächtige Käufe vor einem Gift überprüft. Ich habe Arcadia gebeten, euch eine Abschrift auf ihrer Ladentheke zu hinterlassen. Schaut hinein, findet heraus, wer in den letzten Tagen Flaschen gekauft hat und überprüft, ob sie Gründe dafür hatten. In der Zwischenzeit lasse ich unsere Küche jedes Lebensmittel, jede Flasche Met, jeden übrig geblieben Brotkrumen untersuchen, um sicherzugehen, dass nichts vergiftet ist. Wenn es bei euren Nachforschungen nichts herauskommt, weiß ich, dass meine Informationen falsch waren und der Jarl bis auf weiteres sicher ist. Weiß nicht, hoffe ich, dass sich jemand von eurem Ruf sich rasch um die Situation kümmern kann. Klingt nach einem Auftrag für später. Ich würde mich jetzt erstmal für einen anderen Part zumindest. Würde mich jetzt erstmal, das scheint der die Drachensache, die ist da erstmal, hätte ich erstmal mich für wichtiger. Ihr genießt das Vertrauen des Jarl, mein Freund, und damit auch das meinige. Herzlichen Dank. Wo finde ich denn einen Händler, mit dem ich endlich mein Zeugs verkaufen kann, bevor ich zu den Drachen aufbreche. Dann sucht Beletor in seinem Laden auf.
Er ist ein etwas schmieriger, kleiner Mann, aber seine Macht. Ja, ist hilfreich. Es wird mir täglich frisch von den Bauernhöfen geliefert, mal sehen. Wenn ihr es von meinem Bauernhof bekommen würdet... Sammlerstücke und Zierschmuck. Schmuckstücke, Krimskrams, solche Sachen. So, was hat sie Tolles? Eine goldene Halskette, die ich mir nicht leisten kann. Okay, einhändiger Angriff ist Unsinn. Wow, teures Zeug. Kann ich mir nicht leisten. Vielleicht kann ich ein paar meiner Waffen verkaufen. Für manche ist es Ramsch. Für mich sind es Schätze. Ja, ja. Vielleicht ein bisschen Verkleidung. Ist doch bestimmt mehr wert. Okay, Verkäufe besitzt nur 24, okay, dann nicht. Passt gut auf euch auf. Vielleicht kann man hier im Kupferkessel. Hier findet eigentlich jeder etwas. Sagt Bescheid, wenn ihr irgendwelche Fragen habt. Was benötigt ihr, mein Freund? Ah, dann seid ihr also ein Alchemist? Nein, ich will nur verkaufen. Ich kann nur Zutaten verkaufen. Das ist eine Schmiede, die hier. Hör ich, der Alte. Ihr habt keine Ahnung von unseren. Ich helfe meiner Mutter dabei, Obst und Gemüse zu verkaufen. Meistens macht es Spaß. In der Schmiede kauft man die Waffen vielleicht schon mehr. Das sieht aus wie eine Schmiede. Gesagt, dass ihr hier nichts zu suchen habt. Ich habe hier einige gute Stücke, wenn ihr... Ich sage nicht, dass ich der beste Schmied bin. Wollt ihr euch schützen oder Schaden austeilen? Werft einen Blick darauf. Die Nutzhänder brauchen wir nicht, wir haben schon den hier. Durchverkaufen. Mit 200 aber nur behalten. Aber teuer gekauft für 100 irgendwas. Das ist dann noch 57 wert. Steuerstreit, das behalte ich erstmal. Ah ja. Gebänderte Eisenrüstung, okay. Ich sollte mal anziehen. Ach, das ist deren. Okay, das ist eine. Könnte man gebrauchen. 608. Eisenhelm der geringen Magiker. Okay. Gesundheit um 20 Punkte. Das ist ja. Oh, was wertvolles. Rüstung 32. Mit Rüstung 36. Aber dann auch nicht damit wieder. Ich habe nur 300. Ich kann mir das gar nicht leisten. Meine Bekleidung mal verkaufen. Die Rüstung werden wir wohl nicht mehr brauchen. Kaiserliche Rüstung, nee, da wollen wir nicht. Sturmmantel, Brustpanzer für 23.
für 26 besseres. Okay, die haben mehr Rüstung. Okay, für Rüstung, die will ich erstmal behalten. Das behalte ich alles erstmal. Weiß man nicht, wofür man es noch braucht. Das ist relativ wertlos. Wir kommen. Vergesst nicht, auch drinnen reinzuschauen, falls ihr etwas braucht. Ja. Kann ich mir eh nichts leisten. Willkommen in der Kriegsjungfer. Wollt ihr euch schützen oder Schaden austeilen? Ja, Schaden austeilen. Werft einen Blick darauf. Durch brauchen wir nicht Kriegshammer 18. Okay, 15. Ja, das ist eher so. Naja. Die Rüstung draußen sah schön aus. Könnte ich mir vorstellen, die mal zu nehmen. Riesenrüstung für 32. Das ist mehr als wir jetzt momentan haben. Und wenn wir damit fast alles wieder gleich ausgeben. Und wäre es eine Investition. Ein bisschen Rüstung haben. Ja, ich würde sagen, machen wir. Wenn wir dann wieder pleite sind. Es ist schön, mit euch Geschäfte zu machen. Wir müssen halt Aufträge annehmen. Die Eisenrüstung brauchen wir. Fehlschuhe waren die besseren. Rüstung, Grill, es ist, was soll ich die? Hätte ich auch bisher noch nirgendwo verkaufen können. Und man die Diadem anziehen. Ich habe nur die Rüstung, warum sollte ich das? Ich glaube, da haben wir das Beste. Das ist momentan die beste Waffe, die wir haben. Und gesehen von der Streitaxt. Müssen wir nochmal gucken. Ob wir die Streitaxt nehmen. Und das Schwert. Gegen Untot auf jeden Fall. Wir können ja wie Geralt bei The Witcher können wir Streitaxt für alle nicht Untoten. Ihr nee, das ist ja Blödsinn. Wir suchen jemanden in Weißlauf und bezahlen gutes Geld für Informationen. Eine Frau. Eine Fremde in diesem Land. Rotwardone. Wie wir. Nicht gesehen. Sie wahrscheinlich nicht ihren echten Namen.
Wir bezahlen für jegliche Informationen über Ihren Aufenthaltsort. Wir sind hier in Weißlauf nicht willkommen. Ihr findet uns in Rorikstad, wenn ihr etwas erfahren solltet. Das geht euch nichts an. Ihr müsst nur wissen, dass wir für Informationen bezahlen. Jetzt ein bisschen mehr Informationen. Wenn ihr nicht interessiert seid, könnt ihr gehen. Wir suchen nach einer Flüchtigen aus Hammerfell. Eine Rotwardone. Sie könnte irgendwo in dieser Stadt sein. Mehr Informationen ist die Rasse. Sucht uns in Rorikstad auf, wenn ihr sie findet. So sieht der Charakter jetzt aus. Es macht keinen Spaß, Rüstung. Ständig nur herumgeschubst zu werden. Ja. Die ist wahrscheinlich auch schwer im Inventar. Ja. 32 Rüstung, 30 Gewicht. Immerhin Rüstung. Ich helfe meiner Mutter. Und wir haben jetzt in dem großen Langhaus dort. Haben jetzt eine Unterkunft. So, wo wollen wir jetzt eigentlich hin? Hier hin. Wo wir uns jetzt mit Indiv treffen, oder wie hieß. Fühlt ihr euch krank? Und fragt. Man fragt mich wieder, ob ich krank bin. Das ist doch nicht. Ich bin doch nicht Geralt. Der blass und weiß aussieht. Ich kenne euch doch. Das ist ein anderes Spiel. Hier haben wir ja schon einige. Endlich Sidequests angesammelt. Erstmal in der Nähe des westlichen Wachturms. Untersuchen wir mal die Drachensache weiter. So. Mit der blauen Markierung oder? Vermutlich. Ich kann es kaum erwarten, einen dieser Rebellen kalt zu machen. Ihr könnt euch glücklich schätzen, hier in der Stadt und nicht im Flusswald zu sein. Die armen Leute haben nicht einmal einen Raum. Wo finden wir jetzt die... Ärger oder so? Ist das der Turm, wo wir hin sollen? Scheint so. Braucht ihr ein Pferd? Dann redet mit meinem Vater, Skulva. Okay. Ich habe die schnellsten Rösser in ganz Himmelsrand. Warum nicht? Ihr könnt eins haben, das bereits gesattelt ist, wenn ihr das nötige Kleingeld habt. 1000 Goldstücke. Okay. Wie ihr meint? Ich hab doch keinen. Schnell wie der Wind. 83 Gold habe ich. Ja.